Ich muss ehrlich gestehen, dass wir an unseren Matchplan uns gar nicht gehalten haben. Wir haben sehr, sehr schwer ein Spiel gefunden. Wir haben auch gar keine gute Partie gespielt, muss ich sagen. Ich denke aber, beide Mannschaften haben sehr, sehr schlecht gespielt. Das war ein sehr, sehr niveauarmes Spiel. Am Ende ging es ins Elfmeterschießen und da geht es natürlich ein bisschen um Glück und da passiert halt eine Niederlage, aber ist halt so. Ja, also meine Mannschaft ist, wie gesagt, gut ins Spiel gekommen. Machen auch verdient das 1-0, weil wir einfach vom Kopf her überlegen waren in den ersten 10 Minuten, fand ich. Und dann das typische Phänomen von uns Flittern dann ist einfach, wenn wir in Führung sind, sind wir uns ziemlich siegessicher. Hatten wir schon oft, dass wir dann nach Führung eigentlich immer unser schlechtestes Spiel gemacht haben. Und so kam es dann auch. Dann waren die Spieler von DSK einfach bissiger. Die wollten dann einfach mehr in die Zweikämpfe gehen und die Zweikämpfe gewinnen. Und dementsprechend war es einfach nur logisch, dass sie dann auch in Führung gegangen sind. Ich denke, wir haben uns von Anfang an nicht gut konzentriert. Wir haben Flittert dazu eingeladen, Tore zu schießen, aber genauso Flittert für uns. Ne? Wir müssen sagen, dass die Tore jetzt nicht 100% gut rausgespielt waren. Waren ja Standardsituationen und so ein Abpraller. Und ich denke, die Jungs haben sich einfach nicht gut motiviert und waren nicht konzentriert genug. Da war die Spannung raus. Ich denke, das liegt auch damit zusammen, dass jetzt einfach Herbstferien sind und die Jungs ein bisschen lockerer sind. Ist halt so. Ja, das stimmt. Also in der jungen Saison bisher, jedes Mal, wenn wir in Rückstand gehen, dann machen wir eigentlich unsere besten Spiele, weil dann ist die Konzentration immer am höchsten bei den Jungs. Und das müssen sie noch lernen, ne? Dass sie das auch quasi, diese Konzentration hochhalten, auch wenn wir mal am Führen sind. Und dann sind wir schon noch eine Klasse stärker, finde ich. Und jetzt beim Elfmeterschießen ging es darum, dass die ersten 5 Schützen geschossen haben und dann der 6. Schütze bei Flittert ein anderer Spieler war. Der Schiri mich gefragt hat, ob das für mich in Ordnung ist. Und ich habe dem gesagt, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob die ersten 5 nochmal schießen müssen oder ob es jetzt weitergeht, immer abwechselnd mit 9 Schützen. Und habe gesagt, wir brauchen das Tor nicht zu annullieren. Und dann hat bei uns als 6er Schütze wieder ein anderer geschossen. Und dann kamen die 7. Schützen, das waren 2 Schützen, die schon vorher geschossen haben. Und laut dem Regelwerk, unser Jugendleiter sagt, laut dem Regelwerk ist das falsch. Es hätten andere Schützen schießen müssen und deshalb werden wir Protest einlegen. Alles andere muss Spruchkammer entscheiden und das ist halt so. Ja, natürlich ärgert das einen. Ne? Ich meine, man kommt hier im Pokal, das sind immer englische Wochen meistens. Okay, jetzt hat es eigentlich gut getroffen auf den Samstag, beziehungsweise ein spielfreies Wochenende, wo auch kein Ligabetrieb ist. Aber wenn es jetzt annulliert wird, beziehungsweise neu angesetzt wird, wird das halt auf die Woche fallen. Sehr kurzfristiger Termin, denke ich mal. Und das ärgert dann einen, ne? Dass man dann quasi wieder das gleiche Spiel hat und wieder von vorne starten muss.